ziemlich effektiv sein kann. Ich denke mal, das werden wir auch benutzen, wenn wir denn die Substanzen und die Waffe dazu haben. Ja. Abwarten. Einfach abwarten. Erstmal hier den Typi holen und dann gucken. Abspeichern würde ich nicht machen. Egal. Das können wir immer noch, wenn wir draußen sind. Erstmal den Vincent hier abholen aus dem Kindergarten. Ein Spielparadies. Herr Cloud und Frau Tifa, der kleine Vincent möchte bitte aus dem Spielparadies abholen werden. Herr Cloud und Frau Tifa, bitte. Ach ja, der Typ hier schon wieder, der manchmal von seiner Dings da fällt, der Geodine. Das ist mal aber nicht, hat er nicht die Zeit dazu. So, dann gehen wir weiter runter. So, und hier sind wir auch schon im Keller. Und im nächsten Kampf. Super! Super! Die Musik nervt auch nicht ein bisschen so nach dem 300. Mal. Nein, gar nicht. Eine Fliegemaus weg. Zweite Fliegemaus weg. Das waren Fliegemäuse. Das sind aber schon. Wahrscheinlich irgendwie mutierten Fliegemäuse. Ich weiß ja, ich kläre Mäuse, aber es ist mir egal. So. Dann haben wir hier die Tür, die ist uns schon mal aufgefallen. Und da können wir jetzt einfach hindurchgehen. Und hier sind jede Menge Särge und in dieser Mitte hier schläft unser neuer Freund. Um mich aus dem Albtraum aufzuwecken. Wer ist das? Ich habe dich noch nie gesehen. Du musst gehen. Du hattest einen Albtraum. Ich hab dich aufgeweckt. Du solltest mir dankbar sein. Ein Albtraum. Mein langer Schlaf hat mir die Gelegenheit gegeben, Sühne zu leisten. Was sagst du da? Fremden habe ich nichts zu sagen. Verschwinde. Dieses herrschaftliche Haus ist der Beginn deines Albtraums. Das kannst du laut sagen. Was weißt du? Erzähl mir von Sephiroth. Wie du gesagt hast, dieses herrschaftliche Haus ist der Beginn eines Albtraums. Nein, er hat gesagt, es ist mein Albtraum. Nein, das ist kein Traum. Das ist die Wirklichkeit. Sephiroth hat den Verstand verloren. Er hat die in diesem Haus versteckten Geheimnisse entdeckt. Sephiroth? Du kennst Sephiroth? Wie, du auch? Schönen Salto hingelegt und auf der Holzkante gelandet und der schwankt nicht mal. Fangt du an! Bla 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 bla. So war's. Sephiroth weiß also, dass er vor 5 Jahren geschaffen wurde. Und was ist mit dem Jenova-Projekt? Er war verschollen und ist erst vor kurzem wieder aufgetaucht. Er hat viele Leben auf dem Gewissen und sucht jetzt das weiße Land. Jetzt bist du dran. Tut mir leid, ich kann nicht sprechen. Ich habe Husten und mein Hals tut weh. Ey, du blöder Trottel. Deine Geschichte zu hören hat eine weitere zu meinen Sünden hinzugefügt. Jetzt werde ich noch mehr Albträume haben. Mehr als zuvor. Bitte, geht jetzt.
und mit seinen telekinetischen Fähigkeiten hat er es geschafft, den Sargdeckel exakt genau auf die Sargöffnung zu platzieren. Du bist immer noch hier. Wer bist du? Sag uns wenigstens, wie du heißt. Ich war bei der Shinra-Produktionsabteilung in der Verwaltungsforschung, auch bekannt als die Turks. So, und das ist unser Freund, der auch Vincent. Hallo Vincent! Vincent! Die Turks? Ehemals bei den Turks. Mit den Shinra habe ich nichts mehr zu tun. Und du? Cloud, ehemals Soldat. Du hast also auch zu den Shinra gehört? Da kennst du auch Lucretia. Wer? Lucretia. Die Frau, die Sephiroth gebar. Gebar? Ist Sephiroths Mutter nicht Jenova? Ganz falsch ist das nicht, aber es ist nur eine Theorie. Seine Mutter war eine wunderschöne Frau. Diese Frau war Lucretia. Sie war die Assistentin von Professor Gas beim Jenova-Projekt. Wunderschön, Lucretia. Ein Experiment mit Menschen? Das Experiment konnte beim besten Willen nicht gestoppt werden. Ich konnte sie nicht abhalten. Das war meine Sünde. Ich habe es zugelassen, dass die, die ich am meisten liebte, am meisten respektierte, das Schlimmste erleben musste. Und darum hast du angefangen, in einer Kiste zu schlafen? Erzähl mir was anderes. Und wieder mit seinen telekinetischen Fähigkeiten schaffte er es, den Sargdeckel perfekt genau auf die Sargdecke, auf die Sargöffnung zu platzieren. Wow. So, wir nehmen jetzt erstmal tiefer ein paar Substanzen ab. Nämlich alles, was sie hat. Komm mal her hier. Komm mal hier hin. Und du dahin. Und du dahin. Und du dahin. Und du da. Halt. Du dahin. So, dann. Objekt. Nee. Ausrüsten. Tiefer. Der Diamantreif kommt weg. Ja, wo ist das Feuerarmband? Okay. Gut, dann kriegt das nachher der Ding jetzt. Das kann ich nicht ablegen. Okay. Kann ich das vielleicht später ablegen? Weiß es nicht. Objekt vielleicht? Nee, Objekt funktioniert auch nicht. Definitiv nicht. Sonst hätte ich nämlich Vincent dann gleich die Schleife gegeben. Aber was soll's? Warte! Wenn ich mit dir komme, werde ich dein Hojo treffen. Keine Ahnung, aber wir suchen ihn und Sephiroth. Früher oder später also. Lucretia. Okay, ich habe beschlossen, mit dir zu kommen. Was? Als ehemaliger Türk kann ich euch vielleicht helfen. Also okay. So, und den Vincent werden wir natürlich eintauschen gegen die scheiß Kiefer. Vincent hat auch schon ein Level von 39, was natürlich höher ist als das aller anderen. Das finde ich sehr gut. Und jetzt gehen wir hier wieder raus aus dieser scheiß Villa. Irgendwie ist mir dieser Ort sowieso nicht so ganz geheuer. So. Dann war hier noch eine Truhe da drüben. Die will ich auch nochmal hinstellen. Schadet ja nicht. Erstmal hier die ganzen Gegner hier vernichten. Autsch.
Doch, das ist ja süß, was er jetzt haben. Das ändern wir alles gleich, wenn wir Substanzen und sowas einbauen. So, wieso verliert er jetzt gerade den Schaden? Das finde ich nicht gut. Nee. Mach doch mal eine hier. Es gibt so nicht, dass die ganze Zeit jetzt mal Schaden mehr bekommt. Ja, jetzt macht auch noch eine Feuerattacke. Ich glaube, es hat. Ich mache etwas, was der Rekord von mir, ne? Machen wir doch mal hier Zaubio, Komet. Ein Zauberkomet, ey. Mal sehen, ob das was bringt. Ja, es bringt was, okay. Auch gut zu wissen. So, dann legen wir dem Vincent mal eben hier die ganzen Sachen an, die ich ihm gerne anlegen möchte. So, ausrüsten. Den Vincent möchte ich ausrüsten mit dem Heckenschützengewehr. Dann den Feuerarmband. Da, die Schleife hat sie nicht abgelegt, okay. Dann muss da auf jeden Fall rein der Todesschlag. Dann... Alle könnte vielleicht rein. Ja, nicht. Dann... kriegt ihr... die ganzen Heilsubstanzen von ihr. Heilen und wiederherstellen. Dann macht er hier so ein bisschen nebenbei als Heiler. Diese Spaß hier. Schutz kriegt er. Er kriegt den einen Feuerdings oder auch nicht. Blitz vielleicht. Blitz hat bessere Werte, ja. Eventuell werden wir das auch nochmal überarbeiten. Er hat jetzt Bahamut bekommen, ja. Zerstören, warum zerstören? Machen wir das doch mal anstelle von alle. Zerstören. Das wir alle, das ist in Verbindung mit Blitz. Das ist okay. Das ist okay. Machen wir mit Blitz dann auf alle einmal Schaden und hier ist. Zerstören mit eingebunden, ob das was bringt, das weiß ich nicht. Robo, Makrono, Schomo, Trüsten. Dann die Limit-Attacken wollten wir hier austauschen. Einfach weil wir es können. Hast du hier noch irgendwelche? Nein, hast du nicht, okay. Aber du hast hier eben den 3-Limit. Nehmen wir doch mal mit. Und bei der nächsten Gelegenheit testen wir das alles mal aus. Erstmal hier drüben die Truhe leeren. Weiß ja nicht, was da drin ist. Ein Zauberjahr. Ja, toll. Was ist das für ein Zauberjahr? Substanz. Ist das eine... ist das denn eine Substanz? Nein. Ausrüsten wir hier mit... Moment, wir gucken einfach mal unter Objekte. Müsst ihr dann... unten sein. Hier Zauber. Erhöht Zauberkraft. Okay. Können wir mal Cloud geben. Apropos Cloud. Den Cloud geben wir jetzt auch nochmal die Odin-Substanz. Da hat er auf jeden Fall gegen die Schlangenviech dann auch nochmal eine Chance, jemanden aufzurufen. Was gehen wir denn davon weg? Was gehen wir davon weg? Eis können wir weggeben. Das können wir weggeben. Machen wir das doch. So. Hätten wir das. Jetzt gehen wir noch schnell raus hier. Das ist der falsche Weg.
hier runter und aus der Villa raus. Die ganzen Kuttenmänner hier stehen immer noch da, die werden wahrscheinlich immer da stehen. Aber egal. So, und nun würde ich sagen, mache ich eine kleine Aufnahmepause, beziehungsweise ich schlafe. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Final Fantasy 7. Und beim nächsten Mal machen wir uns dann wahrscheinlich auf den Weg zu diesem Berg wieder hin. Aus hier. Ich finde noch raus, wo wir die Feindeskonsistenz herbekommen können, so auf die Schnelle. Dann werden wir nämlich das auch noch schnell machen, bevor wir da hingehen. Einfach weil wir es bitter nötig haben. Und ja, ansonsten sage ich mal Tschüss und bis zum nächsten Mal mit eurem Mammut.